Das Loch des Grauens. Moin. Samstag, 7. September. Schlegeln. Ich bin hier gerade von hinter der Halle hier auf den Schlag gefahren. Da ist der Schlegler. 718. Hier vorne sind die Fontane. Hier müssen wir auch noch reinweisen, ein bisschen was wegnehmen. Aber das ist aktuell jetzt nicht der Auftrag, sondern wir gehen hier bei Stärkekartoffeln. Den hinteren Schlag. Auch da wird es nass. Ja, im Moment weißt du gar nicht so richtig, bei welchem nassen Schlag man anfangen soll, aber gut. Irgendwie muss es weitergehen. Wenn jetzt hier Restkraut abschlägeln, Vater war gestern hier einmal schon in Gang, gestern Abend. Und wir hauen jetzt hier den Rest nochmal runter. Und dann wollen wir mal sehen, dass es nachher heute Nachmittag noch irgendwie weitergeht. Mal schauen. So, irgendwo hier war er quer gefahren. Oder muss ich ganz bis zum Ende? Dann fahren wir bis zum Ende. Das Stück muss auch runter. Alles eingesaut. Waschen lohnt sich aber nicht, weil es saut noch weiter. Und der Wetterbericht ist auch echt krass mies. Für ab Montag. Das könnte anstrengend werden. Jetzt, da standen zwischenzeitlich 50 Liter Montag und 22 Liter Dienstag. Und dann ist es wieder ein bisschen weniger geworden. Dann ist es wieder ein bisschen mehr geworden. Also, ja. Auf jeden Fall scheint es Regen zu geben. So, ich suche mir jetzt mal eben den Anfang und dann gehen wir los. Ja, ist natürlich das kleine Stück neue Halle da. Zerstört komplett das Landschaftsbild, ist klar. Das kannst du dir echt nicht ausdenken. Mittag. Puh. Schon wieder 28 Grad. Sonntag, 8. September. Moinsen. 7:15. Oh, ich muss erst die Lüftung ausmachen. Jens macht den LKW stark klar. Raluca und Marien fahren mit dem Autowagen hinterher. Und dann geht's los, Stärkeroden. Ein nasser Schlag. Wetterbericht für morgen immer noch 45 Liter angesagt. Schwankend, stark schwankend, mal wieder so, dass alle Apps anders reden. Es gibt sogar Apps, die sagen, heute kommt noch Regen. Ich weiß es nicht. Und ich habe heute Morgen früh die Hallenlüftung angemacht, das mache ich nochmal wieder aus. Und dann kann es losgehen. Kann man so schönes auf Sonntagmorgen machen? Kartoffeln roden. So, wir wollen für Wietzendorf roden. Ein bisschen Kontrolle machen ums Fahrzeug. Aber da hat sich nichts getan seit gestern.
Loch des Grauens aus dem letzten Video. Da haben wir auch den Pflanzer im Frühjahr rausgezogen. Wer sich erinnert, da unten in den alten Videos. Hier ist das Loch des Grauens. Da steckte der Akkuliner drin. Da scheint es ja zu gehen. Ich habe den anderen Zug da hinten abgehängt. Ja, ich habe da so leicht Bedenken, dass er da mit dem Ruder durchkommt. Mal gucken. Eigentlich müssen die raus, wenn der Regen kommt, der angesagt ist, dann geht das da gar nicht mehr. Also es geht jetzt schon wahrscheinlich schlecht, aber dann gar nicht. Naja, so, wir fahren los, holen Tandemkipper hierher. Die Kartoffeln passen leider alle auf dem LKW. Von dem kleinen Pissstück fahren wir jetzt den Tandem nach oben mit hin und dann laufe ich gleich zu Fuß zurück und dann mal gucken, entweder fahre ich mit Jens mit dem LKW mit nach Hause oder ich nehme gleich eben den Autowagen und hole die beiden, wenn wir fertig sind, einfach eben wieder ab. Das kann man dann auch noch mal entscheiden. Auf jeden Fall brauche ich ja, weil ich würde gerne erstmal den Akkulinerzug voll machen, dass der auf jeden Fall fertig ist für die Witzendorf-Tour. Dann muss ich eigentlich mit dem 716 erst wiederkommen.
Und da haben wir diesen in Reserve. Jetzt ist es 9 Uhr, um 12, kurz, spätestens halb eins ist Schluss. Diese kurzen Enden, dieses Hin- und Hergejuckel, das hält halt ewig auf. Ne? Das ist ein bisschen scheiße. Aber lässt sich nicht ändern. So, jetzt müssen wir noch mal eben schnell überlegen, wie wir uns den hinstellen wollen. Dann stellen wir. Ist das schlau? Nee, das ist nicht schlau. Das ist alles eine Scheiße hier. Da quer hin. Da ist ja auch noch ein Graben zwischen, das ist das Blöde. Da kommen wir auf die andere Seite jetzt nicht hin. Da muss Jürgen zum Abbunkern immer rüberfahren. Und das sieht auch noch sehr nass aus. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt geht. Und dann hoffen wir, dass das alles hinhaut. Ja, die Ecke bleibt drin sitzen, nicht rauszukriegen. Jens kommt. Aber das passt nicht. Da kommst du nicht rum. Ah? Erstmal von der Hallenbauer. Da muss man echt aufpassen. Es sind überall diese Reifenkiller zwischen hier. Scheiße, ey. Nicht schön. So, Jens drückt den LKW da unter das Dach, so weit wie es geht. Ich habe ja schon mal gesagt, das Dach ist leider einen Meter zu kurz, aber naja, also ja, zu kurz in die Richtung. Ihr wisst, was ich meine. Nur falls die planen, ein kleines Stück zudrehen. Und hier ist natürlich auch noch nicht gepflastert, deshalb kann er da jetzt auch nicht so richtig raufknurren. Aber, ach, das sieht aber gut aus. Das geht aber. Ein kleines Stück kommt dann noch rüber. Dann fällt das meiste vom Regen wohl vorbei. Doch, das geht. Tipptopp. So, und wenn wir hier fertig sind mit alles, mit Pflastern und hast nicht gesehen, dann kommen wir hier auch noch mit dem Akkulinerzug rum. So ist der Plan. Das sieht gut aus. Dann habt ihr auf dem vorderen Stück noch einen Bunker voll gemacht? Ja. Ja. Ja, hat nicht gereicht, das kleine Pissstück. Das hält auf hier. Verdammte Axt, ey. 20 vor 12. Wir haben halb acht angefangen. Junge, 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 Junge. Da wird Gras gehackt. Das ist ja eine Scheiße hier. Da gewühlt, hier gewühlt. Da vorne geht's wohl.
das schmiert, das ist so klebrig, aber es staubt. Also es ist völlig bekloppt. Aber was hier raus ist, ist hier raus. Und das hätte auf dem Montag genauso lange gedauert wie auf dem Sonntag. Und morgen ist ja der Regen angesagt. Ja, ist wie es ist. So, ich fahre jetzt lieber einmal öfter. Aus Fehlern lernt man, ne? Hier wäre es wahrscheinlich gegangen, aber egal. Egal. Ich hatte ja ursprünglich so ein bisschen Hoffnung, dass wir den kleinen Schlachter heute auch rauskriegen, aber das wird nichts. Halb eins ist Schluss, jetzt ist 10 vor 12. Da wird nichts mehr. Den da unter, dann kommen die beiden, wenn ich sie wieder zusammengehängt habe, da unter, und der andere Tandem, falls noch Kartoffeln raufkommen, aber der kann dann dahin. Da haben wir alles unter Dach, wenn der Regen losgeht. Sehr gut. Das passt auch gut. So, Autowagen zurück. Können die fleißigen Roter-Leute auch gleich nach Hause fahren. Ich nehme den Tanner mit und dann kommen wir nochmal mit dem 716 wieder. Jetzt ist es 12.21 Uhr und holen den anderen Aqualiner hier weg. Der auch noch gar nicht so ganz voll ist. Also da kommen ein paar Kartoffeln auf den Tanner drauf gekleckert. Ja, hatte ich mir, wie gesagt, anders vorgestellt, aber es ist jetzt, wie es ist. Das meiste haben wir hier ja raus, wie es aussieht.
Jo, dann haben wir gleich Sonntag. Ach so, da fällt mir was ein, apropos Sonntag. Ich habe gerade noch einen Short aufgenommen, das ihr schon, wenn ihr es dann anguckt, schon gesehen habt, jetzt wo ihr dieses Video seht. Und da kam neulich ein Kommentar, ich soll das doch mal sein lassen mit den Shorts. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Also mir macht das Spaß und ich habe den Eindruck, dass einige von euch das auch gut finden, wenn zwischendurch mal so Kleinigkeiten kommen. Und ich persönlich bin halt kein Freund von TikTok, kein Video, habe ich keinen Bock drauf. Und Insta, das ist mir eigentlich im Grunde schon fast zu viel, da mache ich ja gelegentlich mal was. Aber mir ist es am liebsten, wenn ich nur eine Plattform bedienen kann. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr die Shorts anguckt, ob das für euch okay ist oder nicht. Oder was ihr davon haltet, wäre nett. Also, bis gleich. So, da sind ein paar drauf, trocken. Die sind voll, trocken. Der da hinten ist leer, auch trocken. Und die beiden Kipper mit den Trocknungsböden, die stehen da in der Halle, auch trocken. Mal eben Temperatur gucken und dann ist jetzt erstmal Mittag bzw. Sonntag. Ja, 26 Grad außen. Puh. Das wird nächste Woche ja hoffentlich anders. So, wir haben hier schon angefangen, hatte ich glaube ich vorhin noch gezeigt, ne? Müll zu sortieren. Also die haben ein, das ist alles durcheinander. Junge, Junge. So, bis morgen. Jo, 7:15. Ich habe noch schnell die Tore auf der Seite zugemacht. Und es geht gerade los mit Regen. Soll jetzt gerade nur ein bisschen kommen, gegen 23 Uhr ein bisschen mehr und morgen steht immer noch im Wetterbericht richtig viel. Also keine Ahnung, als ich zuletzt geguckt habe, ich habe mein Handy jetzt nicht dabei, waren es 35, also es waren mal 55, dann waren es mal 4, jetzt sind es 35, also keine Ahnung, was morgen passiert. Es bleibt spannend, aber die Wagen stehen alle trocken. Ach, herrlich, herrlich, so. Jetzt Feierabend. Bis morgen. Moinsen, Montag, 9. September. Ich habe vorhin die Tore alle aufgemacht und Lüfter an, nochmal extra Luft reingepustet. Jetzt wieder aus. Tore bleiben noch offen. Wir haben jetzt draußen ungefähr 18 Grad. Drinnen waren es 20. Ach, können wir noch mal gucken. Vielleicht sind es auch schon 19 draußen. 18,5. 17 ist kälter geworden. Sehr schön. Außen 17, Kanal dementsprechend auch 17, weil gerade an war. Produkt 18,9. Wir kriegen es langsam runter. Es ist natürlich noch lange nicht da, wo es hin soll. Aber ab Mittwoch haben wir 8, 9 Grad nachts. Und tagsüber 15, das passt. Dann geht's endlich abwärts. Endlich abwärts, hört sich auch komisch an, ne? Gut, so, ich mach gleich meinen Kaffee fertig. Gibt's Besprechungskaffee mit Jens und dann schauen wir mal. Ich habe eben schon mit Jürgen telefoniert. Ich wollte ihn in einer halben Stunde anrufen, aber eben rief er jetzt an. Er will woanders mal eben versuchen, einen Zug zu roden und danach kommt er hierher. Das wird so gegen 10:30 ungefähr sein. Und dann müssen wir einmal ein Zug Speise rausroden. Darauf, da sind ja die Trocknungsböden, die Lüftungsböden drauf. Die pusten wir dann durch und die gehen dann morgen weg. Ja, gut, wir werden sehen. Bautechnisch wird heute nichts passieren, außer eigentlich kommt ein Zug Steine noch. War zumindest so abgesprochen, dass er heute kommen sollte. Wundert mich, dass er noch gar nicht da ist. Halle ist ja soweit durch, was noch fehlt, sind ein paar Kleinigkeiten, aber das hat bei den Hallenbauern nichts zu tun. Beim Wohnhaus geht es heute nicht weiter, dafür aber morgen steil, morgen soll die Decke kommen. Deshalb steht der Sennebogen da auch schon, der Kran, mit dem sie die Decke dann wohl raufheben. Und dann soll da höchstwahrscheinlich Ende der Woche Beton kommen, das heißt, dass wir dann
Donnerstag oder Freitag, keine Ahnung, die Decke beim Wohnhaus betoniert bekommen und feine Sache, so ein Dach hier, ne? Ach, herrlich. Und hier die Wand, da muss noch zweimal betoniert, also in zwei Schritten muss das betoniert werden, einmal jetzt Ende dieser Woche und dann vielleicht, denke ich mal, nächste Woche noch einmal und dann ist das auch fertig. Ja, und dann kann nächste Woche beim Haus mit dem zweiten Stockwerk Mauern angefangen werden, denke ich. Sehr schön. Elektriker muss auch morgen kommen, die Kabel für die Decke vorbereiten. Ja, und Kartoffeln weiß ich noch nicht, wie wir da jetzt weiterkommen. Mal gucken. Die hatten 12 Liter Regen übrigens. Also es hätte deutlich schlimmer kommen können. Angesagt war es viel schlimmer. Da wollen wir uns jetzt nicht beschweren. Jetzt erstmal Kaffee. Jo, hier wollen wir eine Stunde roden, da wollte ich mal eben gucken, aber ihr wolltet ja gerne Maishaken sehen, ne? Boah. Könnt ihr was erkennen? Durchfeuchtet, aber es muss gehen, hilft alles nichts. Einen Zug müssen wir voll kriegen. Schauen wir mal, anderthalb Stunden ungefähr ist Jürgen hier. So, wir haben jetzt LED-Röhren da für die Lampen. Die wollen wir noch mal eben tauschen, bevor die Scherenpodeste wieder abgeholt werden. 4 Stück. Wir haben ja noch 2 Lampen, die wir noch anbauen müssen. Eine hier, eine da, aber das läuft noch nicht weg. Aufwärts bitte! So, das war der einfache Part. Das wird. Da kommen wir auch noch ran von der anderen Seite, ne? Kommen wir auch von hier aus ran. Nur von da nicht. Halt an. Da lang. So, die Spannung steigt. Bist du auch gespannt? Ich bin sehr gespannt, ja.
Tada! Naja, ich mache mal das andere Licht aus. Da haben wir ja noch keine Schalter. Ohne die neuen Lampen ist das ein bisschen enttäuschend. Ja. Warum machen die nicht mehr Licht? Die sind ja nicht heller als die anderen, die sind nur anders. Komisch. Oder täuscht das, weil das andere so hell ist? Alter! Aber das ist schon genug Licht jetzt hier. Ja, zum Arbeiten reicht das. Das nur, wundert mich nur. Nee, das ist schon gut. Das ist schon gut. Also so kannst du hier alles sehen. An der Maschine, überall rundherum. Das ist schon gut, auch wenn die nachher wieder drin ist. Ja, passt schon. Ja, willst du den Vogel da wieder parken, dann können wir zum Roden fahren. Ja. Jürgen hat mich gerade angerufen. Geht los. Lieber an der Seite stehen, dann kommen wir nachher nicht weg mit dem Trecker. Vor dem Wagen. Jürgen kommt, glaube ich, auch schon. Ach, jo, da ist er. So, ich zoome euch das mal ran. Da haben die eine Mast hängen. Die klettern da gerade hoch oder runter. Alter Schwede, nicht meins. Auf geht's. Thank you.
ausweichen, gleich sind wir hier verschwunden. Ja. Oh, der Test bezüglich der Handschuhe, habe ich das im letzten Video erzählt oder was? Und diesen, den erkläre ich für abgeschlossen. Taucht nichts. Nicht für Kartoffeln. Also die Handschuhe sind sehr bequem und alles, aber nicht für Kartoffeln geeignet. Geht's wieder die gelben. Ach Gott, was ja aus. So, dann auf nach Hus. Anbauen. Mal eben die Lüfter anstecken, ne? Sehr schön. So, kurze Erklärung, was wir damit machen. Wir machen jetzt hier noch eben die Lampen ran. Haben jetzt hier die schon drauf geklemmt, also auf dem Kabel festgeschraubt. Kabel einmal lang gehen, da eine zweite Lampe und die schließen wir jetzt mit der zusammen und die können wir schon seit 24 Jahren von innen schalten, aber auch über Bewegungsmelder, der da sitzt. Und ja, das ist Absicht, dass wir diese jetzt nach vorne gesetzt haben. Ich denke mal, dass wir die nochmal ganz erneuern und dann kommt die auch ein Feld weiter vor, dass das Licht ein bisschen weiter nach draußen geht. Und hier war es jetzt auch einfacher, muss man auch gestehen, weil wir an denen nicht so richtig rangekommen sind, dass wir mit verbiegen und runterfallen, das wollten wir dann auch nicht. Aber ich denke mal, so passt das. Und wichtig ist erstmal, dass wir jetzt, wenn der Herbst kommt und es früher dunkel wird und später hell und sowas, dass wir hier auch das Licht haben. Und das sind auch die LED-Leuchtmittel, also die beiden. Da ist noch kein LED drin. Aber da, wie gesagt, diese ganz einfachen LED-Lampen, die sind noch nicht teuer. Ich denke mal, da lassen die Elektriker noch mal eine mitbringen, eine mehr, und dann kommt die hier hin. Und dann ist das auch hübsch. Ich glaube, das ist gar nicht ganz doof. Jens holt gerade noch mal eben Vakuumklemmen. Abzeugdose hatten wir hier noch. Da kommt hier jetzt eine Abzeugdose hin. Und wird es damit zusammengeklemmt. Und dann ist das schön. Und dann können wir es gleich mal ausprobieren. So, es wird Licht, haben wir gesagt. Und es leuchtet. Ja, oder liegt das nur daran, weil das kälter ist? Das kann doch sein, ja. Weil wir haben gerade so das Gefühl gehabt, dass die alte Lampe heller ist als die neuen. Aber das muss täuschen. Das gucke ich mir heute Abend im Dunkeln nochmal an. Ja. Noch einmal
spekulieren, wenn es dunkel ist. Nee, aber sonst schön. Schön Licht. Fein. Hallo! Liebe Leute! Wir machen noch mehr Licht. Lieber Holger, du hast uns drei Lampen geschickt. Wir haben nur zwei aufgehängt. Entschuldigung, das ändern wir jetzt. Nee, also wir haben jetzt... Ich hatte wirklich erwartet, dass diese LED... Leuchtmittel in den alten Lampen, dass das mehr Licht macht. Ja, aber wir sind jetzt so weit, dass wir gesagt haben, komm, wir bauen jetzt die dritte hier auch noch rein, damit das auf jeden Fall reicht. Nicht, dass wir uns hinterher ärgern, wenn diese Bühnen hier abgeholt sind. Wir haben Glück, dass sie noch nicht weg sind. Ja, richtig. Also, dann bauen wir die jetzt auch noch mit an und dann ist das schön. Eine Sache, so ein Träger. Ja, genau. Dass auch jeder Elektriker gleich sehen kann, was er hier für eine Scheiße baut. Ja. Das ist alles sicher. Wir haben es ja nicht angeklemmt, wir haben es nur zusammengesteckt. Ja, richtig. So deinen Abisoliervogel da. Ja, jetzt also. Muss ich noch mal gucken. Und wir brauchen noch einen Eingang hier. Da. Ja, jetzt müssen wir nur mal eben. Das ist egal, wenn, wo du willst, wo du Platz hast, dann nach oben. Über sieben Brücken musst du ja, gehen. Ja, das ist alles, wir müssen. Willst du auch nach oben? Nee. Ich eigentlich auch nicht. So geht's. Aber mehr geht nicht. Das gucken wir uns aber auch noch mal im Dunkeln an dann. Aber also das ist nun wirklich hell. Ha? Ja. Traumhaft. So kann man da arbeiten. So, jo, vorhin waren es noch 11 Grad Außentemperatur, das hat geholfen. Dienstag, Datum haben wir heute auch, jo, 10. September, kurz nach 7. Ich habe vorhin die Lüftung einmal angemacht, die Klappen auf, die sind offen noch, die bleiben auch noch eben offen, mal Lüfter können jetzt erstmal wieder aus. Und da vorne kommen unsere Deckenplatten. Vom Wohnhaus und ich glaube, unsere Treppe liegt da auch mit drauf, zumindest ein Teil davon. Sehr schön. Da hinten werden Deckenplatten gelegt. Ich stehe da mit seinem LKW natürlich ein bisschen im Weg. Ich gleich mal gucken, ob wir den da irgendwie wegbewegen können. Das muss ich kurz noch warten, bis die letzten Platten runter haben. Das dauert ja auch nicht mehr so ewig. Damit ich nach Wietzendorf kann. Ja, schön sieht das jetzt aus hier. Echt eine feine Sache. LKW steht auch trocken. Und man kann auch dran vorbeifahren. Das ist so schon echt eine feine Sache. Ja gut, hier muss ja noch alles angepflastert werden. Auf richtige Höhe. Und dann ist der Schmutz auch weg und dann kann ich noch ein bisschen dicht daran fahren. Und dann passt das auch. Mal gucken hier. Gestern hat das schon ordentlich geregnet, aber ja, das Fahrzeug steht super unter. Das ist schon fein. Dachrinne ist dran. Dann macht das Spaß. Ich bereite den Zug gleich vor. Da ist noch, haben wir Schrott aufgeladen, der kann noch weg. Siehst du, da habe ich noch eine Ecke, wo noch was liegt. Da muss ich gleich nochmal gucken. Jens bereitet den LKW vor. Da kommt er schon. Und dann müssen wir gleich vorne den Kutscher fragen, ob der vielleicht mal kurz zur Seite fahren kann. Wir kommen nämlich sonst nicht vom Hof runter. Teufel. Ich schnack mal mit ihm, ne? Ja, das meiste ist runter.
wir mal eben kurz. Lange dauert das noch nicht mehr. Das meiste ist runter. Ja. So, jetzt geht's los. Ich stelle jetzt mal eben den Schrottwagen ein bisschen an der Seite. Kommt der 716 an den Zug mit den Lea-Speise. Ich kann da die Bolzen umstecken und sowas. Und dann rollt Vater eigentlich hier kürzer los. Joa. Wassersteine. Eigentlich sollen die gestern kommen. Komisch. Ja, so lassen wir das. Stecken auf rechts kippen und dann können die Lüfter ab. Jo. Abwechslung Krautschlägeln. Jetzt haben wir den kompletten Stau hier. Junge.
Jo, die Frage kam auf, ob es auch noch einen Hausbau-Vlog gibt. Nö, so in der Form nicht. Aber ich zeige euch, ich halte euch auf dem Laufenden. Wir können ja jetzt mal einmal hier oben drüber gucken. Fertigbeton, Teile sind heute raufgelegt. Morgen wird die Schalung gemacht. Der Elektriker kommt auch morgen, zieht die Kabel, die wichtig sind für die Deckenlampen unten. Und dann wird Ende der Woche irgendwie betoniert. Also eingeschaltet werden muss ja dann auch noch vorher. Und dann wird Ende der Woche betoniert. Und dann kann das nächste Woche hier mit dem Obergeschoss losgehen, mit den Mauern. Die Treppe liegt auch schon da, die liegt auf der anderen Seite. Die kommt dann, wird dann eingebaut, wenn die Decke ausgeschaltet ist. Da ist das Treppenloch. Ja, und von der Raumaufteilung und wie wir uns was ausgedacht haben und sowas, das kommt alles später. Das machen wir dann mal, machen selbstverständlich eine Roomtour, das ist keine Frage. Aber jetzt lohnt sich das noch nicht. Abgesehen davon sind da unten überall die Stützen. Da kann man auch nicht so viel erkennen. Jo, das als Update dazu. Jens ist gerade auf dem Rückweg von Wietzendorf. Wenn er wieder hier ist, dann ist auch in Kürze dann Feierabend. Und dann geht es morgen weiter. Morgen werden wir wohl auch noch nicht roden können. Mit Roden wird es Donnerstag dann weitergehen. Zumindest das ist der Plan. Ich weiß nicht, was das Wetter macht. Das ist echt nicht so einfach gerade. Bisschen ungeil. Ich gucke gleich nochmal eben mit euch nach hinten in die Halle nach den Temperaturen von den Kartoffeln. Das können wir auch mal eben machen. Jo. Hier nochmal mal rumgucken. Da ist schon die nächste Leiter. Da kommen wir wieder runter. Hier vorne ist Eingang, logischerweise. Ja, es wird langsam. So, ich kraxel mal runter und dann fahren wir noch mal eben schnell zur Kartoffelhalle. So, Elektriker war heute hier, aber die Schalter für die großen Lampen sind noch nicht da. Das machen wir gleich, was der Elektriker gemacht hat. Ach, Temperatur erstmal, ne? Zeig ich aber nochmal. Kabel haben wir auch noch genug hier. Wir müssen noch ein bisschen was verlegen, Jens und ich. Mann. So, wir haben jetzt Außentemperatur aktuell 17,5, Kanal 18,7, Produkt 18,5. Also wir haben jetzt schon im Produkt gut was runtergekriegt. Letzte Nacht hat auch geholfen. Jetzt die kommende Nacht, es soll es unter 10 Grad werden. Das hilft auch nochmal richtig. Und dann gucken wir da mal hin. Also steht jetzt noch nicht auf Endposition alles. Das kommt noch. Also diese jedenfalls noch nicht. Da ja. Ja. Ich weiß, hier ist dunkel, aber hier machen wir auch nicht mehr Licht. Das ist hier Dauerlager. Das ist nur, dass wir was sehen können. Ja, also. Hier haben wir unsere Nachbaukartoffeln, die bisher raus sind und fraktioniert sind. Es ist ja noch nicht fertig fraktioniert. Die Drillinge sind ja noch drin. Die müssen auch noch mal raus. Aber erstmal jetzt Fundheilung runterkühlen. Und dann geht das da, ich muss mal sehen, Dezember oder Januar bei. Auf jeden Fall bevor Wietzendorf zu Ende ist, damit wir dann die Drillinge aus der Steckekartoffeln noch mit nach Wietzendorf hinkriegen. Da können wir noch mal Stärke draus machen lassen, ne? Jo, also soweit so gut. Bislang sehen die Kartoffeln sehr gut aus, halten sich bis auf eine Partie, die ist schon wieder raus und das war auch Stärke und die hat Jens mitgenommen nach Wietzendorf. Der kommt wie gesagt gleich wieder, aber ansonsten ja, sollten wir mit den Mengen hinkommen. Eine Sorte Stärke ist, Saat ist noch drin, die muss noch raus, die haben wir noch nicht geerntet. Die wird dann auch noch mit sortiert und fraktioniert und danach, lass mich kurz überlegen, danach kann dann der Bandfraktionierer abgebaut werden. Die Bumsmaschine kann dann weg. Dann werden wir in den Kisten, die draußen stehen, die Holzkisten, Moment, ihr wisst, was ich meine, aber ich zeige es euch halt halber doch noch mal eben. Die werden wir am Feld füllen, da die da stehen, die quadratischen quasi. Moment, machen wir gleich. So, die Kisten
werden wir am Feld füllen. Das sieht jetzt viel aus, so viel ist das gar nicht mehr. Da stehen ein paar, da stehen auch noch ein paar. Und dann sind die Kisten soweit alle durch. Dann werden wir den Rest der Speisekartoffeln, so ist zumindest der Plan, auch mit den Wagen hierher fahren, ohne zu fraktionieren, einmal hier rüber, einmal durchsuchen und dann mit dem Kistenfüller in die anderen Kisten, die breiten mit Holzinlay, da sollen die Speise dann reinsortiert werden. Jo, und da denke ich mal, wäre es sinnvoll, die Drillinge schon rauszunehmen, das sehen wir dann. Mal gucken. Gut, was noch? Ja, Elektriker, sag ich, gerade war ja hier. Der hat jetzt uns die Steckdosen für die Torsteuerung hier angebaut. Hier und auf der anderen Seite genauso. Da hat man bisher ja nur immer Kabel hergezogen, aber das Problem ist, dass wir mit Kabeln tatsächlich mittlerweile knapp sind. Also ich hatte mir schon eins von den Maurern zugeliehen, damit wir das Tor auch benutzen konnten. Und dieses hier hatte ich mit dem Kabel von dem Förderband für die Übergrößen. Aber jetzt ist alles fertig, das ist schön. So, das Ding hier kann auch Bluetooth. Da haben wir, da oben sitzt der Empfänger. Ich habe es auch noch nicht hingekriegt. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, hier ist so eine Karte drin, da ist ein QR-Code drauf. Wenn ich den einscanne, den QR-Code, dann kommt da, geht da aber auf Google und öffnet nichts anderes und da irgendwie so ein komischer Code. Verwirrend. Also ich muss da in dem Fall, man mag es nicht glauben, tatsächlich mal in die Anleitung gucken, glaube ich. Das mache ich gleich nochmal, vielleicht kriege ich es ja noch hin. Vom Feierabend. Jo, so machen wir das. Also, bis gleich. Aha. Ja, manchmal hilft das doch. Ich gebe es zu, in die Anleitung zu gucken. Hier ist extra so ein kleines Handbuch nur für Bluetooth. Da muss ich das große nicht durchsuchen. Ist auch ganz toll. Also, da gibt es die App, die heißt Hörmann Blue Secure. Öffnen. Erlauben. Erlauben. Was ist neu? Ja. Jetzt muss ich mich registrieren oder was? Machen wir gleich. So, und dann gibt es nämlich hier so eine QR-Code-Karte. Ach, da steht ja auch Blue Secure. Hätte ich mal raufgucken können. Ich habe nur die andere Seite mit dem QR-Code angeguckt. Und dann kann man mit der App wohl den QR-Code einscannen und dann sollte es gehen. Wir probieren das mal. Aha. Funktioniert. So, jetzt muss ich mich aber schnell, das andere Tor machen wir einen anderen Tag. Das habe ich jetzt erstmal genannt, Hallentor hinten. Relais 2 ist zu. Nochmal Relais 2, Stopp. Relais 1, öffnen. Ja, naja. Ja, naja. Ist okay, aber braucht kein Mensch wirklich nicht. Das braucht man nicht. Aber ausprobieren kann man es ja mal, wenn man es hat. So, Problem. Vater ist am Arsch der Welt mit dem Krautschlägler. Vorhin kam er nicht an die Tankstelle ran, weil der Kran davor stand. Und jetzt reicht der Sprit doch nicht. Er hatte gedacht, das reicht noch. Aber von da ganz hinten hier jetzt herjuckeln und dann nochmal dahin zu fahren, um nochmal eben eine Viertelstunde den Rest zu schlägeln, ist auch scheiße. Also bringen wir ihm jetzt Sprit hin. Jetzt muss ich nur überlegen, wo die Jungs sind. Weil Ina ist nicht da. Oh Mann. Ja, für so ein paar Reihen lohnt sich das wirklich nicht, nach Hause zu fahren. Irgendwas ist echt immer, ne? Mittwoch, 11. September. Guten Morgen. Wobei ganz viel Gutes ist an dem Morgen gerade nicht. Es schüttet aus Eimern.
seit keine Ahnung wann, schon lange. Und noch bis ca. 8 Uhr. Das heißt, das Regenradar. Oh, Leute. Ich habe für morgen, hatte ich einen ganzen Tag Roden geplant. Ich weiß nicht. Das Problem ist jetzt vor allem auch, also einiges ist jetzt aktuell nicht befahrbar. Das ist das eine. Andere Schläge sind trotzdem noch befahrbar. Aber das Problem ist, dass uns so langsam aber sicher die Dämme runterregnen. Und das ist bei den Speisekartoffeln halt richtig scheiße. Weil uns die Kartoffeln dann grün werden, wenn die freigespült sind. So, ich will mal eben kurz hier nach dem 11 Grad Außentemperatur, Produkt 18,1. Wann hat er denn zuletzt Frischluft reinge? Am 11.09. 4.52 Uhr. Ja. Noch nicht so lange her jetzt. Wir warten es mal ab. In der kommenden Nacht wird es um diese Zeit soll das dann noch unter 10 Grad sein. Aber wir sind, was das angeht, ja auf einem guten Weg. Die Kartoffeln, die im Lager sind, machen mir aktuell deutlich weniger Sorgen als die Kartoffeln, die im Feld sind. Scheiße. Naja, nächste Woche ist Wetter angesagt. Ich hoffe, das bleibt dabei. Ändern können wir es eh nicht, ne? Aber wie war das? Shit. Preise gehen immer noch weiter runter. Das ist schon mal ein Vorgeschmack für nächstes Jahr, würde ich mal sagen. So, und hier läuft uns das Wasser brauchen dringend die Leitung rüber. Das muss dringend aufgebaggert werden und eingebaut werden. Wenn es jetzt um 8 aufhört, wie spät haben wir es jetzt? 7? Ne, 20 vor 7. Wenn es in einer Stunde aufhört, dann geht das jetzt noch, aber irgendwann läuft uns das wieder rein. Wenn es mal richtig extremmäßig Sturzregen gibt. Oh, scheiß die Kapelle. Ärgerlich. So, bis später. Moin Jens. Morgen. Soll ich leg die eben raus, oder? Ja, die ja. In die Halle rein. So, was machen die da? Ich glaube, ich habe gestern schon erzählt, dass wir eine Partie Kartoffeln haben, die schon in Kiste waren, die scheiße sind. Wir hatten geglaubt, dass es geht. Die standen in der Vegetation länger mal im Wasser. Also da stand Wasser in den Kartoffelreihen so. Und wieso hat er denn? Na egal. Lenkachse da. Und das ist jetzt tatsächlich doch zum Problem geworden. Die halten sich nicht. Und bevor die richtig vergammeln, wir hatten erst überlegt, die durchzusortieren, aber das hat alles keinen Zweck. Da versauen wir uns nur die Maschine mit, weil da einzelne Kartoffeln zwischen sind, die matschig sind. Und die hauen uns dann alles dort. Und dann haben wir die nächsten, dann müssen wir alles wieder waschen, desinfizieren und. Und da haben wir gesagt, komm, weg damit. Hat keinen Zweck. So, das sind jetzt ein paar Kisten. Das sind, wie gesagt, auch alle Stärkekartoffeln. Von daher ist das kein Problem, die nach Wietzendorf zu fahren. So, auf diesem Kipper, da sind ein paar draufgeblieben, die nicht runtergerollt waren. Die kippe ich jetzt ab, dann hänge ich den Anhänger ab, weil wir den Frontlader gleich brauchen, weil wir auf dem anderen Tandemkipper ja noch einen Bunker Stärkekartoffeln vom letzten Mal Roden drauf haben, die dann noch mit können. Und dann ist der LKW, denke ich, auch so gut wie voll, wenn wir den Bunker, das sind irgendwie 7 Tonnen auf dem Kipper oder sowas. Naja. Jetzt wollen wir mal eben hier an die Wand rückwärts ranzirkeln. Achse sperren. Und dann gehen wir weiter.
Oh ja, ja, dann kriegst du den auch höher. Scheiße, den muss man mal googeln, wa? Ja. Schaufel ran und dann können wir den anderen noch abkippen. Abkippen oder ankippen, mal gucken, wie wir es machen. Das passt vorne auch da, ne? Ja. Reißt eben auf. Jo.
stellen wir erstmal wieder rein. Da ist die Nachmittagstour, die wir letzt gerodet haben. Kann ich mitfahren? Ja, komm rein. Ja. Deine Kamera? Ja, danke. So, die Kamera ist schon fürs nächste Video. Oh, mein Akku ist leer. Oh. Also, ja. Das Video ist jetzt zu Ende. Ja. Und wie es weitergeht, das können die ja dann Sonntag wieder gucken, ne? Ja. Ja, dann können die auch Sonntag sehen, was du jetzt machst. Ja, genau. Komisch, oder? Komisch, oder? Ja. Und wenn die das sehen, ist das für dich schon vorbei. Ja, dann habe ich das schon wieder ganz vergessen. Ja. Dann muss ich mir das Video angucken, wenn ich weiß, was ich da gemacht habe. Ja, ganz ohne Fluxkompensator. Ja, genau. Also, wenn es euch gefallen hat, ja. Däumchen werden Träumchen und haut uns mal ein Abo rein. Ja. Das wäre echt geil, oder? Ja, das wäre echt geil. Aber wir können noch ein paar Abos brauchen. Ja. Würde uns freuen. Ja, und Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Und dann sehen wir uns. Sonntag wieder. Also, ja. Bis Sonntag. Reinhauen, Dankeschön. Wir singen. So. Aber ich muss vorne aussteigen. Hilft alles nichts. Ich kann doch einfach weiterfahren. Ja, genau. Ich mache mich klein und ich hässlich. Lass dich nicht mehr raus hier. Dann lass uns doch mal eben schnell einen Kaffee holen und dann. Ich entführe dich. Ja, toll. Ja, gut. Also, denn. Ich warte, bis der Akku leer ist. Nein, ich steige jetzt aus. Bis raus jetzt, ja? Ja. Brrr. Achso. Bis später. Bis später.